Hallo und willkommen beim Kaffeelehrer. Ja, das erste Video nach unserem Urlaub. Wir sind wieder im Land und waren fleißig, haben in den letzten Tagen hier eine kleine Kaffeeecke in unserem Wintergarten zusammengebaut, um für Tests und Berichte hier auch das entsprechende Equipment zur Verfügung zu haben. Ich zeige euch das Ganze mal kurz. Das Equipment wird sich natürlich immer wieder ändern. Aktuell habe ich jetzt einige Sachen zusammengestellt, um euch mal verschiedene Aufbereitungsmethoden etc. vorzustellen. Diese kleine Maschine kennt ihr schon aus unserem anderen Video. Das ist die Sage, und zwar die Precision Brewer. Die ist dafür da, um Filterkaffee ganz problemlos und schnell herzustellen. Dann haben wir hier eine Kaffeemühle der Firma Wilfa. Dann haben wir hier einen Schwanenhalskessel. Der ist dazu da, damit wir per Hand mit der sogenannten V60-Methode Kaffee brühen können. Dazu gibt es auch einen Filter, wahlweise aus Keramik oder Plastik oder Glas. Dann haben wir so als kleine Hilfe für Anfänger hier einen Zusatz. Da wird dann der Kaffee reingegossen, beziehungsweise das Wasser. Da kommen wir aber mal in Kürze zu. Dann haben wir als weitere Methode hier die Chemex. Chemex ist eine sehr beliebte Aufbereitungsart, kommt aus Deutschland ursprünglich und war sogar schon mal in James Bond Filmen zu sehen. Dann haben wir hier, kennt ihr vielleicht von verschiedenen Kaffeeröstereien oder habt selber eine zu Hause. Das ist eine sogenannte Stempelkanne. Wie die funktioniert, werde ich euch in einem separaten Video noch zeigen. Und hier oben haben wir etwas für die Fans von ganz besonderen Zubereitungsmethoden. Das ist ein sogenanntes Siphon, wo Chemie im Vordergrund steht, und wie das funktioniert, werde ich euch auch noch mal zeigen. So, die kleine Dame hier kennt ihr, das ist unser Herdkännchen für Induktion und normale Herde. Auch die habe ich euch schon vorgestellt. Hier haben wir unser Zubehör, ein Temper, ein Siebträger, und zum Reinigen des Ganzen haben wir auch noch ein Gerät, ein Leveler und ein Temperaturmessgerät. Und in der Mitte haben wir unsere Rancilio Silvia stehen, die für Espresso sorgt. Das ist ein Einkreiser, zum Thema Einkreiser, Zweikreiser und verschiedenen Espresso-Maschinen werden wir in Kürze was machen, denn da gibt es auch ganz unterschiedliche Systeme. Ja, das war es erstmal zu unserer Kaffeeecke. Ich hoffe, ihr konntet einen kleinen Einblick in die Welt des Kaffees bekommen und habt Spaß daran, uns weiter zu folgen.